Wird's aber Zeit hier. Dein Team ist geboostet. So, es hat funktioniert. Und was kann man denn mit Ripperu so machen? Auf jeden Fall auf eine Bombe. Ja, wir sind zu Punkten gekommen. Das ist gut. Herzlich willkommen, hier ist Perface. Es geht weiter mit Crash Team Rumble und zwar diesmal auf der Map Tertal. Wie ihr seht beim Tertal Verlangsamungspilze, jeder Pilz verlangsamt Gegner und fügt ihnen Schaden zu. Und dann hat man noch Akku. Dieser heilt einen vollständig und gewährt einen, ja, den Effekt eines Schildes. Sammle mehr Akkus, um stärker zu werden. Das ist wie bei Uka. Genau dieselbe Funktion. Uka war ja bei den Encinetti-Höhlen verfügbar. So, wir haben Coco ausgewählt. Coco befindet sich auf jeden Fall in der Rolle der Booster. Das heißt, mit ihr macht das wohl anscheinend viel Sinn, dass wir hier diese Boost-Felder aktivieren. Funktioniert auf jeden Fall jetzt nicht so gut. Ist auch gar keine so leichte Aufgabe, wenn man sich einfach um dieses Gebiet kloppt. Man hat auch gesehen, man hat so ein bisschen mit Coco die Möglichkeit, auf R2 eben so eine Mauer herzurichten. Was dann einfach dafür sorgt, dass Coco... ja, so ein bisschen... Was dann dafür sorgt, dass Coco... eben mit dieser Mauer eben einen den Weg versperren kann. Was einen so ein bisschen von den Boostfeldern, also was den Gegnern dann von den Boostfeldern fernhalten soll. Weil ich gerade ein bisschen irritiert. Hatte ein bisschen Schwierigkeiten zu labern, weil ich einfach so abgelenkt war. Wegen Dr. Embryo, der anfing ziemlich hardcore durchzudrehen. So, wir sind voll. Er ist abgelenkt, er bemerkt uns nicht. Das heißt, das ist unsere Möglichkeit zu punkten. Sieht aber wieder mal nicht so gut aus. Eigentlich müsste ich ja dafür sorgen, dass ich zumindest wüsste. Okay, diese Boostfelder sind jetzt gesperrt. Da müssten irgendwo jetzt andere sein, oder was? Dann schalten die sich schon wieder frei. Das wäre mal eine interessante Frage. Gehen wir auch auf die Nerven, ne? Das ist unglaublich. Ja, mit dem Boost hat es jetzt nicht so geklappt, ne? Wir geben mal jetzt einfach unsere Bumpers ab. Das ist eben das Beste, was wir jetzt tun können. Ja, okay. Jetzt wird es aber Zeit hier. So, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Wir haben unser Team geboostet. Okay, viele Punkte waren das jetzt nicht, die ich abgegeben habe. Gegnerische Akkus oder was? Oi, das ist aber jetzt ein Problem. Ja, können wir wenigstens dafür da so ein bisschen verteidigen, das Feld. Sogar ganz gut. Ich glaube, das hat uns jetzt ein bisschen Dr. Embryo von unseren Arsch gehalten. Also von unserem Arsch ferngehalten. Und meine Fresse, merke ich nicht. Das ist interessant hier, dass hier so viele Doppelrelikte sind. Das ist irgendwie jetzt, das ist jetzt bei dieser Map das erste, also nur, das ist mir bisher nur bei dieser Map passiert hier. Ui. Okay, wir bleiben da mal weg von. Das sind nämlich nicht
so gesundheitsfördernd aus. Boost des Gegnerteams abgelaufen. Wir haben 9 Relikte. Müssen wir doch irgendwas Cooles mit veranstalten können. Ja, toll. Er will uns angreifen, er will uns angreifen, er will uns angreifen. So, dann sorgen wir mal dafür, dass die so ein bisschen Probleme jetzt beim Punkten haben. Falls das überhaupt was bringt. Dann geben wir mal unsere paar Dinger da jetzt ab. Akku verfügbar. Dann bringt man gar nichts. Ach, du nervst mich doch. Ich finde das... Ich finde das aber so ein bisschen vom Balancing her ziemlich unausgeglichen, weil ich finde schon, dass Dr. Embryo... Ja, seine Fähigkeit ist schon ziemlich heftig. Ich kümmere mich, glaube ich, auch ein bisschen zu selten jetzt hier ums Boosten. Ich meine, guckt euch das mal an. Wie soll man da pumpen? Und die haben freie Bahn wahrscheinlich, ne? Natürlich haben die freie Bahn. So, nix da. Das kannst du dir ganz von der Backe putzen. Komm schon, komm schon, komm schon. Gegnerteam ist geboostet. Ah, Versuch was wert. Was soll ich machen? Es ist nicht so leicht hier gerade. Wir haben auch 500 Punkte Vorsprung. Und, Alter! Geh mir nicht auf die Nüsse. Jetzt echt auf uns abgesehen. Und das macht auch jetzt wieder so viel Sinn hier. Keine Chance. Einfach keine Chance. Hammer. Ja, schon wieder. Mehrmals hat die uns schon umgehauen. Die lässt uns einfach auch nicht in Ruhe, ne? Unser Team ist geboostet. Vielen Dank. Ja. Also wie ihr seht, ne, das mit Dr. Embryo, das ist schon heftig, diese Kraft, die er hat. Also es macht schon Sinn, den sich zu fallen als Charakter. Also ich sehe da noch Vorteile drin, er verwandelt sich ja und du hast da einfach eine Chance. Wirklich. Gegnerischer Akku war klar. Ich meine, okay, ich hätte mich ja auch darum kümmern können, aber keine Ahnung, ich versuche trotzdem irgendwie zu punkten. Komm schon, komm schon. Keine Chance. Versuch was wert. Ziemlich dummer Versuch natürlich. Ja, das war mal wohl wieder nichts, Leute. Jetzt chillen wieder so viele Gegner bei uns. Soll ich damit mein 54 Pünktchen? Dein Team ist geboostet. Wir haben jetzt gleich gewonnen. Jetzt kann man auch nichts machen. Ich habe mich natürlich jetzt auch sehr selten ums Boosten gekümmert. Ist nicht mein Tag. Sind wir natürlich einige Level aufgestiegen als Booster. Ich weiß nicht, was so der Booster, der Charakter in dieser Kategorie so mit sich bringt. Ob diese Figuren dann irgendwie, sag ich mal, die Boostfelder vielleicht schneller auffüllen. Weiß ich nicht. Kann ich so nicht genau sagen. Könnte ich mich aber mal informieren, das nächste Mal dann Bescheid geben.
So, jetzt probieren wir aber auf jeden Fall noch mal Ripperoo aus. So, den haben wir jetzt vor kurzem freigeschaltet bezüglich, also innerhalb eines Events. Und den wollen wir jetzt mal ausprobieren. Er vertritt auf jeden Fall die Gruppe der Verteidiger. Ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Vor allem die Tatsache, dass er in so eine Zwangsjacke steckt. Weil das so ein ziemliches Psycho-Viech ist. Hier auf jeden Fall ziemlich lustig, diesen Charakter. So, Tiki-Türme. Die Map haben wir schon gehabt. Und zwar ist das jetzt wieder eine Map, die wir schon hatten, weil wir auch halt alle Maps schon ausprobiert haben. Dein Team ist geboostet. So, wir sind geboostet. Team macht Bumpers zu Punkten. Gegnerteam ist geboostet. So. Dein Team ist geboostet. Was ich auch mich noch fragen muss für eine, also was ich mir für eine Frage stelle, ist noch, wenn man jetzt zwei Boost-Felder, also zwei Boost-Stellen eingesetzt hat und dann doppelt geboostet ist, ist dann irgendwie noch mehr Punkte als wie wenn man sich nur einmal geboostet hat. Das ist jetzt auch so eine Frage, die ich mir gerade so stelle. Muss ich mich auf jeden Fall noch erkundigen. Weil ich bin auch ein ziemlicher Rookie, was dieses Spiel hier angeht. Boost des Gegnerteams abgelaufen. Ich glaube, ich verteidige ein bisschen zu wenig. Teams abgelaufen. Ich bin auf jeden Fall auch voll. Ich punkte einfach zu viel. Ich meine, das kann man ja machen, aber ich muss natürlich auch gucken, dass ich als Verteidiger so ein bisschen verteidige. Vielleicht sollte ich die da hinten so ein bisschen mal nerven. Was kann man denn mit Ripperoo so machen? Auf jeden Fall auf eine Bombe. Eine Bombe rumlaufen. Okay, ich habe ihn platt gemacht. Das war cool. Natürlich hat unser Kollege hier schon Vorarbeit geleistet. Deshalb, dass so gut geklappt hat. Komm, sollen wir die mal da hinten richtig nerven jetzt? Ja, wir nerven die jetzt mal. Vom Wegen. Ah, schade. Ich glaube, die haben beide schon gepunktet jetzt. Kamen wir doch ein bisschen zu spät. Schade. Gegnerteam ist geboostet. Dein Team ist geboostet. So, wir sind geboostet. Komm, wollen wir auch mal wieder ein bisschen punkten. Ah, gegnerischer Uka Uka. Oh je, oh je. Ja, das Krasse ist an Uka Uka, dass da noch diese ganzen Feuerbälle vom Himmel runterregnen. Ne, keine Chance, keine Chance, keine Chance, da sind die Uka Uka Freaks. Doch klar, dass ich immer verkacke, wenn ich immer wieder diese komische Kackperson da als Gegner habe. Ich hasse dich, wer auch immer du bist. Gegnerteams abgelaufen. Gegnerisches Bombardement. Dein Team zieht vorbei. Gegnerisches Team in Führung. Ich, ey, manchmal so von den Skills her frage ich mich, wie können Leute so krass sein, verdammt. Aber hey, wir haben vorgelegt. Wer auch immer da gepunktet hat, gute Arbeit, Junge. Oder Mädel. Oh, da geht's ein bisschen gerade ab. Wow, jetzt kommt es drauf an. Ja, wir sind zum Punkten gekommen. Das ist gut. Sehr gut. Können wir schon mal direkt mehr Relikte einkassieren. Vor allem, ich habe so viele. Gegnerisches Bombardement. Was ist denn da hinten eigentlich? Uka Uka verfügbar. Ist schon praktisch, wenn man vorankommen will. Uka Uka, ich habe 10 Relikte. Sollte ich direkt mal einlösen? Geh mir nicht auf die Nerven. Das finde ich auch so, Dr. Neocortex, ne? Diese ganzen Doktoren hier, die haben so einfach Fähigkeiten, die echt krass sind. Also so, Top-Spieler ist zwar sie, aber unser Team hat trotzdem gewonnen. Es freut mich, dass wir diesmal wieder dominieren konnten. So, Ripperoo macht auf jeden Fall eigentlich Spaß.
Also die Rolle der Verteidiger gefällt mir schon am besten, wenn man, weil man hat dann einfach wenigstens, wenn man angegriffen wird, vernünftig was entgegenzusetzen, weil diese Charakter eben mehr so darauf ausgelegt sind, dass die im Kampf schon was bewirken. Die Punkter sind so ein bisschen weniger, haben aber auch Probleme im Zweikampf, habe ich das Gefühl auf jeden Fall. Ich muss mir mal auf jeden Fall die Statistiken genauer ansehen. Und ja, Booster, was den Booster betrifft, weiß ich nicht. Also da habe ich auf jeden Fall jetzt nicht so richtig meine Booster-Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Jedenfalls würde ich sagen, dass ich den Part hier an dieser Stelle beende. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder abonniert mich. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen. Und ja, schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Crash Team Rumble, euer Playface. Ciao.